und unterstützt von Sporttipp und Settelen AG. Das Wilson Badminton Swiss Open wird euch präsentiert von Wilson. Und unterstützt von Sporttipp und Settelen AG. Und wir sind wieder live zurück da beim Wilson Badminton Swiss Open. Wir sind jetzt im Damenfinal, im Damen-Doppelfinal, Halbfinal, Entschuldigung. Christina Petersen, Dänemark, Camilla Ritter, Juul. Das Nummer 5 in der gesetzten Liste gegen das koreanische Team Ha Jung-Ying, Kim Min-Jung, die umgesetzt in den Halbfinal gekommen sind. Die Spielerinnen sind noch beim Einspielen. Es ist also noch nicht losgegangen. Sie haben gar nichts verpasst. Römi, auch das mal wieder die Frage an dich. Wer sind für dich Favoriten oder Favoritinnen? Ja, eine Frage, die man gerne hat, wenn es so offen ist oder wenn man sich sowieso eigentlich nicht festlegt. Ich erwarte eigentlich wieder sehr eine offene Partie. Die jeweiligen Paarungen spielen beide noch nicht so häufig eigentlich miteinander. Und deswegen ist die weltrangliche Position von den beiden nicht so gut. Die Setzungsposition bezieht sich aber nicht nur auf die weltrangliche Position, sondern je nachdem kann man auch ein paar Punkte übernehmen, die man mit einer anderen Partnerin hat. Wenn es dann um die Setzliste geht, deswegen sind die Däninnen so gut gesetzt auf der Weltrangliste, sind sie nur die Nummer 39. Trotzdem aber längt es eben mit den Punkten der anderen Partnerinnen, wo man Nummer 5 gesetzt sein. Und ihre koreanischen Gegnerinnen sind Nummer 28 auf der Welt, also eigentlich besser auf der Weltrangliste, aber trotzdem umgesetzt. Und wie gesagt, ich erwarte eigentlich eher eine offene Partie, vielleicht mit leichten Vorteilen für Däninnen, aber ich gehe davon aus, dass es eine enge Sache wird. Auch bei den Däninnen, das mal natürlich wieder die körperliche Größe, wo sie grösser sind als Koreanerinnen, kann ein gewisser Vorteil sein. Aber wie du das schon mal gesagt hast, dafür sind Koreanerinnen vielleicht flinker. Auch hier wieder über zwei Gewinnsätze. Die Koreanerinnen haben den Anschlag. Nein, ich habe mich getuschen. Ja, das sehen wir noch. Ich habe bis jetzt gar noch nicht gesehen, wer so schlussendlich den anspielen wird. Hat man jetzt hier einfach die Geschwindigkeit vom Ball angeschaut, oder wie? Nein, da übt man einfach für sich selber noch ein paar Service, um ein Gefühl zu bekommen, die Nervosität vielleicht ein bisschen beruhigen. Auch. Wir sehen hier rechts vom Netz jetzt, das ist die Aufschlagsrichterin. Sie schaut, gut, da sehen wir jetzt den Stuhlschiedsrichter, der natürlich Resultate jeweils vermeldet und die wichtigen Entscheidungen trifft. Und hier jetzt gerade links im Bild sehen wir nochmal die Aufschlagsrichterin. Sie schaut einfach auf die Servierende. Und nachher ist dann ihr Job für den Rest des Ballwechsels beendet. Was kann dann die Servierende falsch machen? Also ich kann den Treffpunkt vom Ball zu hoch haben. Das heisst, es muss unter der untersten Rippe sein. Und da versucht man natürlich manchmal schon, das Racket halt im letzten Moment vielleicht noch ein bisschen aufzuziehen, um einen besseren Winkel zu haben für den Service. Und das würde dann abpfiffen werden. Wenn beim Aufschlag das Netz berührt wird, also die Oberkante, ist denn das, muss der Service wiederholt werden oder gilt das gleich? Das gilt gleich. Der Ball muss einfach hinter die Servicelinie kommen.
Und häufig ist es halt dann so, dass wenn der Ball halt Netzkante berührt, dass er natürlich Tempo verliert und dann nicht bis zu der Servicelinie kommt. Und dann ist es natürlich ein Fehler. Die Servicelinie sehen wir jetzt hier etwa 1,5 Meter vom Netz weg, oder? Ja, richtig. Ja, sehr gut antizipiert. Schneller Ballwechsel gewesen. Und 3-0 für das dänische Team. Beim Aufschlag fällt mir auf, dass immer die, die den Aufschlag nicht haben, in einer ganz speziellen Ausgangsposition sind. Vielleicht sehen wir sie jetzt hier bei den Koreanerinnen. Jetzt kommt man so ein bisschen vor, irgendwie wie beim Bobfahren. Man steht so ein bisschen an und ist bereit, bis eigentlich der Ball kommt. Sind das taktische Geschichten oder stellt man sich so auf den Gegner ein? Also du meinst, dass sie jetzt noch relativ, also die Spielerin, auf die nicht angespielt wird, dass sie eigentlich relativ passiv zuerst noch genau, steht? Genau, statisch eigentlich der Start und trotzdem haben sie eine gewisse Stellung. Ja. Also sie muss halt schauen, ob der Service kurz gespielt wird oder lang, das vor allem das erste Mal. Sollte er lang gespielt werden, sollte sie nachher eher die vordere Feldhälfte aufrücken und nach einem kurzen Service dann eher die hintere Feldhälfte abdecken. Dann. Das heisst, sie hat einen kurzen Sekundenbruchteil noch Zeit, Zum Reagieren und dann entscheiden, wo sie, also gut, es wird entschieden für sie, wo sie dann nachher ran soll. Sieben zu zwei für das dänische Team. Koreanerinnen auch nicht ganz im Spiel. Dänien dürfen sich schon taktisch besprechen. Seht jetzt die zwei Dänien, wie es dort stand. Das habe ich gemeint. Und du meinst, sie stehen aktiver dort, oder? Ja, eigentlich ja. Schon. Netzball von den Däninnen. Und der Ball wird austauscht. 7 zu 4 für das dänische Team. In dem Damen-Doppel-Halbfinal. Hier im Wilson Badminton Swiss Open in Basel. Einfacher Fehler von den Koreanerinnen. Was mir auffällt in dem Sport ist, dass man eigentlich nur Werbung sieht auf den T-Shirt von Schlägerherstellern, also Hersteller, die in dem Sport involviert sind und sozusagen keine Fremdwerbung. Ist das gar nicht gestattet, oder? Nein, es ist gestattet, aber es ist halt für die nationalen Verbände häufig so, dass dort halt keine Werbung drauf ist. Also die Chinesen haben eine grosse Firma, die für ein T-Shirt vorne drauf steht. Wenn du jetzt ein Interclub spielst so, oder in den nationalen Ligen, dort sind natürlich dann schon Trikotwerbungen normal. Aber das sind eigentlich die Spielerinnen, die jetzt da sind, sind Repräsentanten vom Verband. Und damit müssen sie mit dem offiziellen Verbands-T-Shirt eigentlich spielen. Oder ist also, selten, also sie dass sind es sicher, sie sind vom Verband da eigentlich gemeldet, ja. Das ist so, aber es kann durchaus sein, dass man halt dann für Länderspiele so dann doch noch ein T-Shirt halt hätte,
mit der Landesfarbe jetzt halt ein bisschen mehr, als was wir hier jetzt auf dem Platz halt sehen. Zwischenzeit sind Koreanerinnen auf 8 zu 7 angekommen. Ja, Koreanerinnen stehen jetzt ein bisschen besser oder weiter vorne im Platz in der Defensive. Verwünschen deswegen ihre, also die Bälle besser. Und das ist für diejenigen nicht mehr so einfach, am Netz vorne zu machen zu können. Aber so ist sich eine 7-2-4 relativ schnell weg, wenn man auch solche vorteilhafte Positionen nicht ausnutzen kann. Extrem ist noch mal gerettet, vielleicht auch ein bisschen glücklich noch ein Abwehren von koreanischer Seite her. Und vermeintlich leichter Schlag ist nicht hineingeschlagen. Ja, ich denke, sie hat wirklich nicht mehr damit gerechnet, dass sie zurückkommt. Sie hat dann eigentlich sehr schön so cross überzogen. Und eigentlich in dem Moment so gespielt, dass sie wirklich davon eigentlich ausgegangen ist, dass er nicht einmal mehr zurückgespielt wird. Normalerweise sagt man, so im Netz eher Longline sollte versuchen anzugreifen. Aber der hat jetzt wirklich total auf Punkt gespielt, mit vollem Risiko, und dann ist sie da selber überrascht, dass der dann gar nicht so erfolgreich rausgekommen ist. Auf einmal hat das Spiel ein bisschen gekehrt. 10 zu 9 für das koreanische Team. So, die Damen sind sich alle gewöhnt, dass Männer auf sie smashen, sei es, weil sie manchmal Mix spielen oder halt in den Trainings von den Männern angesmasht werden. Und dann ist es natürlich relativ eine einfache Sache im Vergleich, dann ein Smash von einer Frau auch abwehren zu können. Deswegen sind meistens Damen doppelt die Spiele, die am längsten dauern, weil es halt extrem schwierig ist, den Punkt zu machen. Knapp im Auge und damit 10 zu 10. Und nach dem nächsten Punkt wird es wieder eine kurze Pause geben. Sehr ausgeglichen das Spiel bis jetzt. Wir sehen bei den Dänen eine Links- und eine Rechtshänderin, ist das ein Vorteil, dass man besser stehen kann im Feld rein. Ja, vielleicht nicht unbedingt besser, aber halt überraschender. Es ist manchmal halt so schwierig, dann jedes Mal den richtigen Abwehrschlag zu machen, ob jetzt halt der Linkshänderin oder der Rechtshänderin, sagen wir, am Netz vorne halt steht oder dann im Halbfeld plötzlich mit der Vorhand aktiv werden könnte. Die Koreanerinnen sind 11 zu 10, wie sie das sehen, in Führung gegangen. Und es sind eigentlich also die Koreaner, vor allem die Herdoppel, die systematisch Links- und Rechtshänder in der zweiten Hälfte der 80er Jahre angefangen zusammenstellen, weil sie davon ausgegangen sind, dass das ein Vorteil für sie wäre.
Coaches haben noch mal ein paar Tipps gegeben an den beiden Damen-Team. Und der Aufschlagvorteil beim koreanischen Team. Es ist sicher nicht verkehrt, die Linkshänderin, die wir hier rechts im Bild gesehen, von uns aus gesehen. Dritter Jul an der Grundlinie anspielen, es ist sicher gefährlicher am Netz vorne. Einerseits von der Größe her, aber eben andererseits halt auch, weil sie Linkshänderin ist, dass sie dort, dort unerwartete Winkel spielen kann. Der ungewohnte. Schwieriger Ball gewesen, zum Abnehmen für das dänische Team und damit... Ja, ich denke, sie müssen jetzt wieder ein bisschen mehr in die Offensive kommen. Sie stehen jetzt passiv dort. Auch, wie sieht es auch hier, sehr weit hinten im Platz. Da müssen sie wieder mehr aufrücken können. Es zeigt sich hier ein bisschen einfacher, wenn man jetzt hier einfach unter dem Stuhl sitzt und das Spiel zuschaut. Im Feld, wenn es dann so schnell hin und her geht, ist das ein bisschen schwierig zu machen. Aber jetzt auch hier, sie stehen relativ weit hinten und... Da kann man sich meistens dann eigentlich nicht mehr aus der Defensive herauslösen. Man kann höchstens vielleicht den Ball zurückspielen, aber unmöglich noch kontern. That's the way, das wird sich jetzt zwar auch gezeigt haben, gegenseitig. Sehr spannend gewesen, wie schnell, wir sehen es da. Frontal, dreimal auf den Körper gespielt und dreimal hat sie ihn können abnehmen, Dänin. Enormes Reaktionsvermögen von diesen Spielerinnen. Auch immer erstaunlich, wenn ein Ball kann abgenommen werden kann, aus dieser Körperverdrehung raus. Jetzt hat sie angezeigt, weil sie ein neues Racket hat, dass sie gerne zwei, drei Schläge mit einem neuen Racket machen möchte. Im Normalfall sind den Gegnerinnen so lieb und gern einem die Möglichkeit. Aber es regt sicher immer gleich gespannt. Die sind vorbereitet in der Tasche. Die sind vorbereitet, aber wieder das, ein bisschen Selbstvertrauen mit dem Griff halt überkommen und geht davon aus, dass das dann ein Vorteil ist, wenn man da zwei Schläge gemacht hat. Es geht ein bisschen gar viel Spekulation auf der englischen Seite am Netz vorne. Sina Petersen hat früher am Nachmittag schon das Finale erreicht im Mixdoppel. Also auch sie natürlich eine exzellente Spielerin im Vorderfeld. Aber hier jetzt halt wirklich eine perfekte Täuschung von der Koreanerin. Jetzt hat sie das versucht zurückzugehen mit der perfekten Täuschung mit dem Return. Die Täuschung hat geklappt, aber der Ball ist knapp draußen. Ja, wir sind in der Zwischenzeit wie 19 zu 12 in dem ersten Satz. Die Entscheidung nähert. Aber so natürlich auch nicht.
Koreaner direkt ins Netz hineingespielt, schon beim Aufschlag. Den Abwehr noch hinter dem Rücken. Wunderschön genommen, aber keine Chance mehr. Und damit Satzball für das koreanische Team. Hier sehen wir die Abwehr noch mal hinter dem Rücken durchgeschlagen. Wunderschön gewesen. Aber es ist halt noch nie gewonnen mit so einer Abwehr. Vielleicht spektakulär zum Schauen, aber ganz im Gegenteil. Die fünfen trotzdem nicht damit. Ganz im Gegenteil. Koreanerinnen gehen mit 1-0 Satz in dem Halbfinale in Führung. Ja, es war eigentlich erstaunlich, wie jetzt die Däninnen sich durch den Schneid so leicht haben abkaufen lassen. Es sind eigentlich problemlos 7-2 in Führung gegangen und nachher haben wir nicht mehr so viel von ihnen gesehen. Sie sind zu passiv positioniert im Feld. Und eigentlich ein wenig Konstruktives auch am Netz vorne dann können machen. Häufig eben auch, weil sie wirklich nicht gut am Ball dran waren. Ja, und dementsprechend sind jetzt die Koreanerinnen auch schon auf dem Platz. Sie scheinen da zu wissen, was sie wissen, wie es geht, richtig genau. Sollte sie im zweiten Satz, während die Däninnen hier immer noch am Diskutieren sind. Das ist ja Trike Olsen als Trainerin, die auch schon mehrere Swiss Open Finals gespielt hatte. Auch schon gewonnen hat. Und jetzt hier zum ersten Mal als Head Coach vom dänischen Team in Basel ist. Hier sehen wir sie in Grossaufnahmen. Im Moment, so wie es aussieht, auch mehr am Antworten, nicht am Sagen, hey, jetzt so und so sollte es versuchen zu packen. Schwierige Situation für das dänische Team. Erster Satz 21-13 verloren. Wir spielen auf zwei Gewinnsätze. Sie stehen unter Druck jetzt. Kein optimaler, sehr wahrscheinlich kein optimaler Beginn, genau. Deutlich im Aus. Und damit 1-1 in dem zweiten Satz. Ein komischer Fehler von der Petersen am Netz. Völlig verschlagen. Sehen Sie hier nochmal, also komplett unter dem Netz durch. Ich weiss jetzt natürlich auch nicht, inwiefern sie halt auch schon ein bisschen müde sein könnte von ihrem Mix, den sie heute Nachmittag gespielt hat. In der ganzen Woche natürlich dann jeden Tag zwei Matches gehabt. Und irgendwann kann das auch ein bisschen anhängen. Okay, sehr schöner Vorstoß zum Netz von der Ritter Juhl. Es hat sich abzeichnet, sie ist immer näher ans Netz angekommen und kann am Schluss auch verwerten. Ja, aber das ist das, was im ersten Satz ein bisschen gefehlt hat. Wie gesagt, sie sind zu weit hinten im Feld gestanden, dann könnte man so eine Kontraktion überhaupt nicht in Angriff nehmen. Und wieder ein Ballwechsel. Ja, Koreanerinnen verteidigen hier sehr gut. Sie sehen sehr gut, wie die Laufwege der Däninnen voraus. Auch jetzt zwei, drei Mal sehr aggressiv vorgestoßen von den Däninnen ans Netz führen. Dann können sie natürlich mit ihrer Größe schon zu Punkten kommen.
Man sieht eben, wie der dritte Jule so fast nach vorne stürmt. Das ist die Linkshänderin. Aber sicher nötig, wenn sie mit irgendwo versuchen, Gegensteuer zu gehen. Das ist der erste Satz. Klar, 21-13 verloren. Sie sind die, die mehr ändern müssen. Jetzt haben wir gesehen, zwei, drei Mal gerade einen sehr schnellen Ballwechsel. Also man hat den Schöttl ausgewechselt. Ist das einfach, weil, wenn sich die Federn verbeugen, dass sich die Flugrichtung sich ändert oder die Geschwindigkeit sich verändert? Also einerseits denke ich mal, dass dort, wo die Koreanerin so einen leichten Ball ins Netz gehauen hat, ich glaube, sie hat sich einfach geärgert und gesagt, komm, jetzt weg mit dem Ball. Sonst ist es schon so, wenn eine Feder halt ein bisschen angeknickt ist, dann fliegt der Ball halt nicht mehr gleich sauber und dann wäre der Touch halt dann nicht mehr gleich und dann ja, wechseln wir da so ein Turnier halt eher schneller als spät. Ja, wieder sehr schön verteidigt. Irgendwie unspektakulär, aber eben mit dieser Sachlichkeit und dieser Effizienz eben dann doch wieder spektakulär. Trotzdem 7-4. Ist das dänische Team da voraus? Ja, sie sind viel früher den Ball dran. Ja, und es kann natürlich auch gut sein, dass eine Trainerin, also Tricky Olsen, der Ritter Juhl gesagt hat, dass sich selber mehr Initiativen greifen sollen. Dass der Petersen, der heute schon mal einen Mix gespielt hat, der auch über eine Stunde gegangen ist, bis jetzt das längste Turnier von diesem Spiel war. Vielleicht eben doch ein bisschen müder ist, dass ich da das dritte Juli da mehr Verantwortung übernehmen soll. Oder den Aggressiv-Leader spielen. Das dunkelt mich extrem mit dem zweiten Satz jetzt, wie aggressiv die zwei Däninnen. Das ist dann ganz anders dort, ja. Wenn sie in der Abwehr sind. Weiter vorne einerseits, aber auf der ganzen Position. Ja, wie sie reinnehmen, sieht man, dass da mehr Feuer drin ist. Machen da sehr viel Raum zu, wenn natürlich so eine grosse Spielerin gerade vorne am Netz zusteht. Mit dieser Reichweite, die die zwei Däninnen haben. Eine gewisse Konzeptionslosigkeit auf koreanischer Seite. Ich kann sagen, fast zum ersten Mal jetzt, seit wir hier auf Sendung sind, dass die Koreaner auf dem Platz sind, ein bisschen konzeptlos wirken. Wir werden sie dann in den beiden noch verbleibenden Spielen auch noch mal sehen. Es gibt insgesamt nur ein Halbfinale ohne koreanische Beteiligung. Das ist eine unglaubliche Bilanz eigentlich von koreanischer Seite her und sind einfach nicht nur alles gestandene Leute von Weltklasse, sondern halt wirklich auch andere junge Spieler, die nach vorne drängen und sind wirklich breit abgestützt. Haben die Koreaner einfach so eine gute Jugendarbeit oder ist der Sport so populär dort, dass einfach aus den Massen raus immer wieder neue Talente kommen? Also ich bin froh, dass du das sagst mit aus der Masse raus. Das hilft natürlich extrem dabei. Und manchmal hat man fast das Gefühl, dass Leute, die sich nicht so mit dem Badminton auseinandersetzen, das eigentlich auch nicht so glauben wollen, dass halt auch mit der Masse zu tun hat. Also es ist klar, in den asiatischen Ländern sind in mehreren ist Badminton fast Sportart Nummer 1. Und da ist ein enormes Reservoir natürlich an gute junge Spieler auch, die von vornherein schon mit guten Trainern, mit vielen guten Trainern, technisch gute Junior-Trainer zusammenarbeiten können. Ja, und aus dieser Masse heraus dann ist halt die Chance einfach grösser, dass es mehrere gute Spieler auch gibt. Ja, und die trainieren natürlich alle dann miteinander schlussendlich und können sich gegenseitig so hoch pushen. Da ist Badminton mehr eigentlich noch, sagen wir mal, national
also international orientiert halt. Nicht so wie ein Tennis zum Beispiel, wo eine Nationalität fast keine Rolle mehr spielt, wo jetzt ein Spieler trainiert. Sondern natürlich die südkoreanischen Nationalspieler, die sind im Trainingsstandort von der südkoreanischen Nationalmannschaft. Grundsätzlich ja in Südkorea der Sport sehr einen höheren Stellenwert. Und man sieht es, wie du gesagt hast, in fast allen Halbfinalen sind südkoreanische Spieler oder Spielerinnen involviert hier in der Swiss Open in Basel. Ja, wieder sehr früh am Ball gewesen. Koreaner in gar keine Zeit gelassen, sich in Position zu bringen für die Defensive. Jetzt gut geschafft für den dritten Jule am Netz vorne. Es war nicht so einfach zu nehmen, aber die Körpergröße hier sehr beweglich. Wir sind auch sofort zuerst mit der Vorhand attackiert, aber dann nachher blitzschnell auf Backhand überwechselt, aber dann wieder druckvoll angegriffen haben. Und die Aggressivität haben sie aufrecht behalten, wo es am Anfang von dem Satz nach vorne gebracht hat. Inzwischen sind 14 zu 7. Und der Aufschlag für den hinein. Hier jetzt scheinen die Spieler nicht ganz so einverstanden zu sein mit dem Entscheid vom Linienrichter. Schauen Sie nochmal in der Zeitlupe an. Hier ist es nicht so einfach natürlich dann zum sehen. Schwierig zu entscheiden. Könnte so gewesen sein. Aber gut, eine grosse Geschichte machen sie nicht daraus. Punkt für die Koreanerinnen. Ja, wieder sind sie glücklich auch, aber sehr gut antizipiert trotzdem. Wunderschöner Ballwechsel gewesen. Schluss von der Dänin verschlagen. Ja, er hat sich wirklich gesagt, jetzt will ich auf die Linie smashen, entweder den Punkt oder halt nicht. Und es hat nicht wollen sein für sie selber. Im Normalfall würde man hier im Damen-Doppel sagen, müsste ich eigentlich das halt annehmen und weiterspielen. Aber wiederholt es jetzt nochmal schnell, vielleicht fast zum letzten Mal halt noch. Aber sie hat auf den Nachmittag schon ein Mix gespielt, der so lange gedauert hat. Da kann man gut vorstellen, dass sie halt dann froh ist, ein Ballwechsel nicht allzu lang. Dass sie eine schnelle Entscheidung sucht. Aber jetzt nochmal eine Pause gemacht. Der Schiedsrichter hat das bewilligt. Der Ball wird nochmal gewechselt. 15 zu 9 für das dänische Team in dem zweiten Satz. Und es sieht so aus, als gingen wir zuerst mal heute Abend in eine Entscheidung, respektive in den dritten Satz hinein. Thank you.
Ja, ich wollte gerade sagen, sie müssten. Sie waren anfangs Ballwechsel zu weit hinten positioniert. Jetzt fast ein bisschen überkompensiert von der Ritter Juhl, die. Richtig, also überraschend fast dann wirklich als Netzführer stürmt. Genau, wir sehen es jetzt hier nochmal. Wirklich einfach ja, spekuliert, antizipiert. Sie merkt selber auch, es braucht ihre Leaderrolle ein bisschen. Dass sie Tempo macht, dass sie aggressiv spielt, dass sie vom Netz vorne aus Druck macht. Und wenn ihr das gelingt, dann läuft das Spiel für den hinein. Unglaublich flink, die Koreanerinnen. Dann war ich noch nicht ganz parat. Hey. 17-12. Jetzt für das dänische Team noch 4 Punkte. Bis zum Satzgewinn. Einen guten Eindruck gemacht in dem zweiten Satz. Sie haben etwas müssen ändern, wie du das gesagt hast. Ja, jetzt greift sogar mal Petersen noch an nach vorne. Schön da in der Wiederholung. Aggressiv ans Netz führen gegangen, den rein. Ja, und jetzt da wieder spekuliert wie vorher. Jetzt die Koreanerin aber nicht überraschen lassen, sondern kontert. Und lohnt sich dann den Vorteil, den sie durch das hatten, im Ballwechsel, dann nicht entgehen. Da man sieht, die Feldhälfte von Petersen war recht offen dort. Sie hat sich schon besser bewegt, sagen wir so. Die kleinen Schritte, kleine Positionsveränderung, die es zwischendurch halt braucht, wenn es mal nur 30 bis 50 cm sind, die macht sie im Moment halt dann zu wenig. Aber nochmal, 3. Juli übernimmt sehr gut, eigentlich die Leiterrolle. Schafft enorm viel. Und bringt da die notwendige Aggressivität halt ins Spiel. Und jetzt hier versucht die Koreanerin halt dann wirklich Petersen zu bewegen. Bis sie dann bien cuit sein könnte. Das kann man gut vorstellen, dass es ein probates Mittel werden, auch jetzt wird nur am Schluss vom zweiten Satz und dann sicher im dritten Satz halt wirklich den Petersen laufen zu lassen, ganz einfach. Vielleicht spekulieren Koreanerinnen und denken, im dritten Satz ist sie dann parat und wir spielen dann nur noch auf sie. Oder? Also so wie der Satz jetzt läuft, würde ich sagen, wäre das sicher etwas, was man versuchen sollte. Wobei Koreanerinnen wieder rankommen, 18-14. Schiedsrichter bewilligt den zwei Damen-Team nochmal eine kleine Pause, bevor sie da zum Ende von dem zweiten Satz antreten müssen.
übermotiviert fast in den Ball reingegangen. Aber auch clever serviert gewesen, so ein bisschen die Schnittstelle zwischen der Vorhand und Backhand rein. Vielleicht bin ich vorher ein bisschen voreilig, als ich gesagt habe, der Satz ist schon fast entschieden. Koreanerinnen nochmal im Aufwind, das Publikum merkt, das geht mit. Fällt mir auf, ein enorm fachkundiges Publikum hier in Basel. Und jetzt wird es nochmal ganz, ganz heikel für die zwei Däninnen. Koreanerinnen fehlen noch 4 Punkte für den Sieg. Und jetzt unentschieden, 18-18. Auch in dem zweiten Satz geht es auf 21. Alles möglich. In welche Richtung kehrt euch jetzt das Spiel? Ja, man spielt jetzt schon vermehrt auf Peterson, wenn schon die Juul versucht man, wenn schon, wenn man sie schon anspielt, dann an der Grundlinie hinten, weil sie dort doch ein bisschen ihr Defizit hat. Man hat ja hier gesehen, dass sie relativ langsam aus ihrem Backhand-Ecken raus überläuft und dort eigentlich keine Position richtig findet. Die Raumaufteilung war schwierig und die Koreanerinnen spielen genau zwischendrin. Also taktisch muss man sagen, ist jetzt sehr stark gespielt von den Koreanerinnen. Einerseits, dass sie Peterson mehr laufen lassen und Juul Wensch versuchen, eher an der Grundlinie hinten zu haben. Und dann hat man das Gefühl, sind die Däninnen ein bisschen zahnlos. Dann. Sehr spannende Ausgangslage jetzt, 19-19. Däninnen Aufschlag in dem zweiten Satz. Und Matchball fürs Team aus Korea. Erster Matchball in dem Spiel. Unglaublich, wie die Koreanerinnen nochmal angekommen sind. Ja, der 3. Juli ist ungefährlicher an der Grundlinie hinten. Variiert gut, aber es ist insgesamt ein bisschen zu drucklos. Ja, da können wir taktisch fast einen Lehrfilm jetzt machen, was die Koreanerinnen hier zeigen. Ja, wirklich beeindruckend und schlussendlich ja, verdienter Sieg jetzt hier im zweiten Satz auch. Ich denke, die Däninnen haben versucht zu kehren. Die 3. Juli hat einen sehr guten Part gespielt. Aber insgesamt muss man sagen, es hat sich ausgeglichen und besetzt, die Koreanerinnen. Sehr, sehr solid gespielt und sich auch nicht beeindrucken lassen, dass sie nochmal zurückgelegen sind. In den zweiten Satz. Nochmal zurückgekommen. Ich habe schon geredet von einem dritten Entscheidungssatz. Und die zwei Koreanerinnen wirklich Chapeau, wie sie am Schluss diesen Sieg heitreit haben. Hier in dem Damen-Doppel-Halbfinal. Wir geben in der Zwischenzeit nochmal ab in die Werbung, kommen dann wieder zurück mit dem Herreneinzel vom Chang Hang Wong gegen den Park Sung Wang. Bleiben Sie doch dran, schauen Sie weiterhin rein, da beim Wilson Badminton Swiss Open aus Basel. Bis später. Wilson Badminton Swiss Open wird euch präsentiert von Wilson. Und unterstützt von Sporttipp. Und Settelen AG. Das Wilson Badminton Swiss Open wird euch präsentiert von Wilson.